Bela, sag mal, wie gefällt dir denn dieses Utensil hier? Ja, aber sehr, sehr gut. Ich hab ein bisschen geschmunzelt. Ist geil, wa? Ja, der hat was. Früher hätte man das Ding auch schon haben können, aber wir haben wirklich lange Zeit gebastelt und jetzt ist hier. Bela, jetzt erzähl noch mal bitte was zu deiner Trockenheit. Ja, der ist trocken, erfolgreich, seit 4 Monaten, ja. Ist ja unfassbar. Cool. Unfassbar. Ey, jetzt lass dich bloß nicht von unserem Schwachmaten da im Süden, da wimmelt's ja von Schwachmaten, ja. Anstiften zu einem Bierchen oder sowas. Nein, auch kein Schnäpperchen. Ja. Aber pass auf, ich war, weil du nicht wusstest, Treppenkosmetiker. Du bist morgens Treppenkosmetiker und abends bist du Robbenklopper. Ich bin Robbenklopper, ja. Ich gebe da Robbenkloppen gleich und deswegen, ich wollte nur Bescheid sagen, deswegen habe ich nur angerufen, weil es nicht gerade eingefallen ist, weißt du? Ja, und Treppenkosmetiker, wer denkt sich so einen Begriff aus? King Belau. Silvia macht keine Hullen mehr. Nee. Hat sie ausgeholt. Hat sie ausgeholt. Gut, dann macht mal weiter, wenn wieder was ist. Achso, ich grüße dann alle Hackfressen da, ja, aus dem Forum und so. Ja, genau, ganz wichtig. Leute, danke, wir haben ein Forum, ihr könnt die anrufen, da sind alle drin. Großen Alex, Max Hardcore, King Belau, alle sind dabei. Also der Original, ey, das ist der Original King Belau. Tschüss, Belau, danke dir. Ja, nicht der von vor 12 Jahren, sondern der Original King Belau. Richtig, und nach wie vor, also wir haben das schon, die letzten 3-4 Sendungen haben wir das nicht gemacht. Eine Sekunde bitte. Nach wie vor, es steht der Aufruf, wir suchen King A. Genau, richtig, ja. Den originalen King A, also die ganzen Imitationen sind uns absolut unwichtig, dafür spendieren wir nicht mal einen Euro. Aber für King A ist mittlerweile auch 1000, scheiß, was soll der Geiz? 1000 okay. Euro, der okay. uns zu King A. Okay, es ist zu schwer, Wir steigern auf 1000. Ja, 1000 Euro. Leitung ist egal welche Leitung ihr trefft, 1000 Euro. Ja. Genau, wie bei Scheiße oder. Und Jackpot auch noch. Jackpot gibt's auch noch. 25 Millionen. Nein, aber finde ich sehr großzügig für Max. 1000 Euro für den originalen King A. Wer ihn kennt. Zu ihm bringt, wer ihn wieder hier quasi anruft. Jemand, der ihn kennt und uns irgendwie zusammenbringt. Ja, der uns zusammenbringt. Ja. Also nicht irgendwie hier nur. Nicht ein Brief oder ein Fax oder eine Aufnahme oder sowas. Nee. Es muss der leibhaftige King A sein, okay? Der Original King A. Oder wer uns sagen kann, was aus ihm geworden ist, oder man weiß es ja nicht. Naja, nee, das da kommt einer und sagt, hin. Hier, da liegt er. Da das muss auch schon eine authentische Story sein. Wir müssten das nach, wenn er, weiß ich nicht, irgendwo auf dem Friedhof liegt, neben Hans Rosenthal, zum Beispiel neben an King A, dann würde ich den Stein sehen. Okay, zum Beispiel. Weil da würde ja King A draufstehen. Richtig. Weil der heißt ja so. Nichts anderes. Richtig. Und der Stein wäre braun. Salmon LTV, du bist live. Ja, hier ist der Konrad. Hi, Konrad. Ihr könnt mich auch Conny nennen. Ich bin der Zwillingsbruder vom Ronny, wisst ihr? Sehr schön. Du, der Ronny, ich muss mich mal entschuldigen für diesen Ronny. Der frisst seine eigene Scheiße. Das ist so ekelhaft. Ich hasse diesen Ronny. Ich hab so eine Mauer zu dem abgebaut. Der ist so ekelhaft, dieser Ronny. Das ist unfassbar. Aber bist du nicht der Bruder von ihm oder der Zwillingsbruder? Ich bin der Zwillingsbruder, ja, und ich bin so richtig, richtig beschämt, dass ich der Zwillingsbruder von so einem Ronny sein muss, von so einem Marzahner. Ich wohne zwar auch in Marzahn, aber das ist so ein richtiger Anti-Marzahner, also der gehört hier nicht hin, versteht ihr? Conny, sag mal, hast du auch so eine perverse Fahne hier an deinem Auto? Ich habe eine schwarz-weiß-rote Fahne an meinem Auto, verstehst du? So muss es sein. Das geht leider nicht. Schwarz-Weiß-Rot, was war denn das nochmal? Das ist Schweiz mit schwarzem Dreck drauf. Mann, du mistige Sau. Nee, muss ich nicht, glaub mir. Conny, erzähl mal, was hast du denn überhaupt für ein Auto? Kannst du dir den Dealpreis doch überhaupt leisten? Ich hab einen Opel Calibra, hab ich. Passt. Das passt. Ein 2-Liter-Motor. Warte, 6-Karre, ey, Opel ist das allerletzte, ich will den loswerden. Er ist ja auch die Marzahn-Edition. Liebsten hätte ich einen Audi RS4. Sehr gut. Sehr gute Wahl. Ich glaube, ich bring den mal zum Salzufer, da wird der richtig schön gemacht, der Audi RS4. Ja, da gibt es eine schöne Waschanlage. Direkt bei Mercedes-Benz. Genau. Schönen Abend noch, tschüss. Wir müssen weitermachen. Ciao. Leute, ich mach die doch nicht, vielleicht wollen die noch grüßen oder so. Nee, weil er hat ja schon vorher gegrüßt. Ja, er hat gesagt, er grüßt Ronny nicht, weil er ist nicht mehr sein Bruder. Ja, aber vielleicht wollte er noch jemanden grüßen. Ja, bitte. Fußball. Und was? Ist gut oder schlecht? Fußball ist das Beste. 1:1. Wir können dann 1:1. Wir machen heute eine Punktliste. Ihr Publikum, könnt ihr bitte mitschreiben? 1:1 steht es jetzt. Wer für und wer dagegen ist. 5:0 für Deutschland Fußball. Sehr gut. Du, man hört dich sehr schlecht. Kannst du irgendwie was dagegen machen? Oder? Prost. Alter, der geht mir auf die Ketten. Das war genau die richtige Entscheidung. Danke. Ja, bitte. Schönen guten Abend. Salmonellen TV, ihr seid live. Hallo. Ach, guck mal, eine Lady. Hi, Lady. Was ist los? Meine Lady. Guck mal, ich hab für dich ein T-Shirt an. Wie heißt du?
Jase heiße ich. Jase. Dich hatten wir doch schon mal, oder? Nein. Natürlich. Nein. Gleich vor ein paar Monaten. Na, sag ich doch, Jase. Hallo, Jase. Jase. Hi. Jase, was sagst du? Was habt ihr denn für ein Thema? Jase, was sagst du zu meinem T-Shirt? Wie bitte? Was sagst du zu meinem T-Shirt? Ich sehe euch gerade nicht. Ich habe einfach mal so angerufen. Hey. Tut mir sehr leid. Sehr gut. Nee, dir geht so wie einigen auch. Wo hast du denn die Nummer? Die habe ich von irgendjemandem, die habe ich einfach so bekommen und der meinte, ich soll mal anrufen und irgendwas erzählen. Ja. Also Jase, wir sind groß, durchtrainiert. Richtig. Blond. Ich habe ein 8-Pack, das ist unglaublich. Ich habe ein 1-Pack über meinem 6-Pack. Jase, willst du was zum Thema sagen? Was für ein Thema? Fußball-EM, wie findest du das? Sollten sie das abschaffen oder bist du für Deutschland, bist du gegen Deutschland? Ich bin zum Beispiel gegen Deutschland, weil das ist einfach nicht gut und nicht richtig. Wieso bist du denn gegen Deutschland? Kann ich dir genau sagen, weil die Mannschaft kein Charisma hat. Und weil die nur aus irgendwelchen ehemaligen Ausländern zusammengewürfelt ist. Und weil hier in Deutschland plötzlich eine Euphorie wieder mit ihren Fahnen an den... Nee, das ist überhaupt nicht geil. Das ist doch geil, diese Euphorie. Nein, weil genau die sich die Fahnen an die Autos rankleben, das sind immer die, lieber Alexander, die über das Land lästern und über alles ist scheiße und alles ist blöd und alles ist kacke. Und kaum kommen die ganzen emigrierten Fußballspieler hier, die gar keine richtigen Deutschen sind. Etwa ich auch. Warum hat er keine Fahnen? Ja, genau. Warum hast du da keine Fahne? Ich habe keine Fahne in Deutschland. Achso, ganz wichtig, ja. Ich werde mir demnächst eine Fahne ranmachen. Ja? Wirklich? Plötzlich? Ich werde mir eine Fahne ranmachen. Pass auf, Jase, ich werde mir eine Fahne ranmachen. Nicht so wie die ganzen Deutschen, die sowieso ihre Fahne früher oder später auf der Stadtautobahn im Abstand von 100 Meter auf dem Mittelstreifen verlieren, da die Dinger nicht halten. Ich werde mir eine Cheffahne an meine Lupolette ranmachen. Und zwar von der obersten Evolutionsstufe der Menschheit, den Amerikanern. So ein Schwachsinn. Ja, was denn? So ein das Schwachsinn. Ist, ja, so, pass auf, das mache ich nur, um zu polarisieren, um anzuecken. Und zwar, weil die Amerikaner gar nicht dabei sind und weil die Amerikaner von der Sache her eigentlich ziemlich okay sind. Max. Warten. Die Scheinwerfer sind zu heiß für dich. Nein, das ist... Du kannst doch nicht sei mal ruhig. Strom, du sei kannst doch, mal doch ruhig. Nicht auf den Zug ja, aufspringen. Sei wenn doch mal alle ruhig. Sich eine deutsche Fahne... Machst du dir auch eine deutsche Fahne ran? Schnauze. Da, wir wollen die diese Woche, ich werde euch mal eine Geschichte erzählen, diese Woche will ich Mittagessen gehen mit dem da. Jase? Ja, ganz kurz. Jase ist eine wichtige Geschichte. Ich will erzählen. Er sagt, und Russen Alex ruft mich an, Max, bevor du da bist, bitte warte da. Wir kommen gleich, aber du musst sehen, mit was wir kommen. Jetzt dachte ich, hier, Alex hier, unser recht gut Verdienende, kommt jetzt mit irgendeinem geilen neuen Auto an, weil er ist ja so ein bekloppter Autosammler. Und er ruft mich wieder an, Max, stehst du auch da? Stehst du auch da? Bist du auch da? Ich sage, ja, ich stehe da. Mit was kommt er denn jetzt? Mit was? Ich dachte jetzt wirklich, er kommt mit einem Bugatti Veyron da an oder so. Oder weiß ich nicht, mit einem Enzo oder so. Da kommt, das ist wirklich eine zivile Gegend da, Franklinstraße, Ernst-Reuter-Platz. Auf einmal kommt da ein Einser-Golf mit vier wahnsinnigen Einser-Cabrio, schwarze Cabrio, ganz tief auf dem Boden, weil hier Mr. 300 Kilo, daneben Mr. 100 Kilo, hinten Luden-Olli und noch Waffen-Marco, alle in einem Einser, mit zwei solchen Idioten fahren an der Seite. Vorne er... Ja, ja. Vorne er am Schreien, Deutschland, Deutschland. Vollkommen. Was für... War doch geil, ne? Also, Jasmin, Max macht jetzt ein bisschen Atempause. Erzähl mal bitte, sag mal, wie findest du das? Ist plötzlich hier die ganzen Nationen... Nein, der redet ganz schön viel. Ja, der redet wirklich viel. Also, wie findest du das, dass wirklich jetzt die ganzen Nationen sich wenigstens für eine kurze Zeit verbrüdern und dass wieder das ganze Land ein bisschen eine Einheit bildet? Wie findest du das? Na, ich finde die Fußball-EM überhaupt eigentlich ganz cool. Sehr auch gut. Gut anzuschauen gut. Und so weiter. Zwei. Schön. Aber ich, okay, fahren und so weiter in den Autos ist auch ganz okay. Nur sollte man es vielleicht nicht so sehr übertreiben. Ja, also ja genau, man sollte es nicht übertreiben. Du kannst dir wünschen, was du möchtest. Jase, warte ganz kurz, ich muss dich fragen, dich als Frau, bist du auch so eine Frau, die immer dann auf den Zug springt, wenn ein Fußball-Großereignis ist? Oder guckst du auch mal, wenn dein Freund Sportschau gucken will, sagst du nicht, schalt mal weg auf GZSZ? Du hast einen Freund, tschüss. Ich guck auch sonst, wo ganz gern Fußball ist. Du bist ein Traumfräulein und das hier ist ein Opfer, ein Idiot. Ich glaub ihr kein Wort. Ja, geh mit deinem T-Shirt hier kuscheln, Schöri, Alter. Ja, ne, ich bin halt... Jase, hast du sonst noch was zu sagen zur Lage der Nation? Nee, ich grüße noch, ich grüße die ganze Welt und die ganzen, weiß ich nicht, EM-Gucker. Okay. Ab morgen. Was weiß ich. Viel Spaß. Danke dir. Tschüss, Jase. Ruf wieder an. Ciao. Ich grüße dich. Wann sind wir eigentlich wieder auf Sendung? Hä? Das müssen wir doch ansagen. Ich wünsche allen EM-Fans einen brennenden